Hallo zusammen und willkommen zum Erfahrungsbericht über das Praktikum am Collegium Helveticum. Ich bin Ella, ich bin Praktikantin im Bereich Eventorganisation und ich bin Eva und ich bin Praktikantin im Bereich Administration. Wir unterstützen unsere Chefin Andrea Trutzmann, genau wie erwähnt, im Bereich Eventorganisation, Administration und Finanzen. Und wir sind da am Collegium seit dem August 21 und bis im Juli 22. Und genau, das ist unser Erfahrungsbericht. Das sollte euch dazu dienen, dass ihr einen besseren Einblick in das Praktikum am Collegium bekommt und wisst, was euch so ein bisschen erwartet. Genau. Wir haben eine PowerPoint vorbereitet, jeweils Slides für die andere Person und dann bekommen wir ein Bild oder irgendwie einen Kommentar und dann werden wir darauf reagieren. Genau, ja. Und das hat alles logischerweise mit dem Praktikum genau. zu tun. Ich glaube, wir fangen an, oder? Ja, fangen wir an. Du bist ja. Erste. Okay, also. Das, was ihr hier seht, das Haus, das ist das Collegium Helveticum in der alten Sternwarte von der ETH Zürich. Das Collegium Helveticum ist ein gemeinsames Institut for Advanced Studies. Genau, und das gibt es schon seit 25 Jahren. Und eigentlich die Idee dahinter ist, dass fachübergreifender Austausch und Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen gefördert wird. Momentan sind wir um die 60 Personen mit unserem Direktor Sebastian Bonhoeffer und er hat ein Projekt gestartet im 2021 und das geht bis im 2024 und das nennt man so als Fellow Period genau. Und pro Fellow Year, also jetzt momentan 2021-2022, haben wir 13 Senior Fellows, das sind Sabbatical Visitors oder Langzeitgäste von der verschiedenen Hochschulen. Wir haben drei Trägerschaften, das ist die ETH, die Universität Zürich und ZHDK, Zürcher Hochschule der Künste. Und von diesen drei Hochschulen bzw. Universitäten kommen wir jeweils GastprofessorInnen zu uns. Genau, und neben den Senior Fellows haben wir noch 8 Junior Fellows pro Jahr, das sind Postdocs von der Wissenschaften und der Künste und die sind 10 Monate bei uns. Und jeder Fellow hat noch einen assoziierten Fellow und die sind jeweils angestellt an diesen drei Hochschulen bzw. Universitäten. Ja, das ist. Das ist zum Knapp erklärt. Das ist für dich. Dankeschön. Well, this invitation reached me when I was drawing in. No, I don't need it. Ah, oh, to change the pictures. Yes. Oh, yes. Sorry, I thought it's a pointer. Also, wie ihr auf dem Video da gerade gesehen auf dem kurzen Ausschnitt, das war ein Event gewesen, letzten Oktober, also Oktober 21, von den Cammy Brothers. Und es war ein internationales Event gewesen, mit Gästen auch von den USA und überall. Und ihr habt gesehen, wie ich geholfen habe bei dem Event. Also, ich bin aktiv vor Ort gewesen, habe der Annette Spiro hat sie geheissen, ihre Laserpointer gegeben oder zum Weiterklicken. Genau, das zeigt eigentlich so, es ist nicht nur die Vorbereitung vom Event, also von der Idee bis zu der tatsächlichen Durchführung, die unter anderem beinhaltet also eigentlich alles von der Anreise und Aufenthalt von Gästen bis zu Technik, Catering, alles Mögliche. Aber es ist auch, man betreut auch den Event und schaut, dass man bei technischen Problemen weiterhelfen kann, dass alles rund läuft und so. Und dann logischerweise nach dem Event ist dann auch der Abbau vom ganzen Setting, wenn nötig, und Nachbearbeitung und Statistik und all das. Genau. Das ist so Eventmanagement-Bereich. Genau, ja. Und jetzt, ja. Okay. Alle die Fotos ausgraben. Das sind Fotos, die ich gemacht habe, beziehungsweise wo ich auch drauf bin. Ich bin zwar Praktikantin Administration, aber das heisst nicht, dass ich trotzdem bei den Events nicht helfen kann. Wenn es grosse Events gibt, wie zum Beispiel die Welcome Day oder die Kickoff, die wir Anfangsjahr hatten, dann bin ich auch dabei, helfe ich mit, tue ich vorbereiten, tue ich mit aufbauen, tue ich auch ab und zu das Event leiten. Je nachdem, wenn Ellen zum Beispiel nicht da ist, dann mache ich das auch. Und dann beim Abbau bin ich auf jeden Fall auch wieder dabei. Ja. Genau. Dann bist du wieder dran. Ja. Ich habe die gleiche Idee gehabt wie dir. Genau, also das ist so, da seht ihr so, was ich so alltäglich in meiner Arbeit brauche.
sind unter anderem für Budget von Events, tut man Flugkosten anschauen, Hotel buchen. Man verschickt sehr viele Mails, auch Infomails an Speaker, die da ankommen. Dann tut man Infoblätter erstellen, Formulare erstellen. Wir haben eine Liste von allen Events auf Excel, damit man den Überblick nicht verliert. Und ja, genau. Also das braucht man sicher, also mindestens einmal pro Tag. Ja, auf jeden Fall. Auch ich. Ja, genau. Jetzt, du hast das Gleiche. Ja. Hier sieht man so die Webseite, die ich relativ oft brauche in der Administration. Und zwar tue ich in der Administration vor allem Andrea Trutmann, unsere Chefin, supporten im Bereich Administration und Finanzen. Das heisst, ich bin auch zuständig für die Finanzen, das heisst, ich tue auch Rechnungen zahlen, zum Beispiel von Events, die Ella mir dann nachher gibt, oder andere Rechnungen. Bin aber auch im Management zuständig, das heisst, wenn eine neue Person ans Kollegium kommt, dass ich die Person einbinde, oder wenn eine Person austritt, dass ich zuständig bin für den Austritt und Schlüssel hole und so Sachen. Genau. Und dann bin ich aber auch noch zuständig für die Infrastruktur, das heisst, wenn irgendein Schaden am Haus ist oder so, dann muss ich das melden. Das wird über das Meldeportal Immobilie gemacht. Das gehört zur ETH, die dann das dann nachher flicken. Und zusätzlich bin ich auch noch zuständig für die Logistik, das heisst, das ganze Getränk, das wir im Haus haben, muss ich bestellen oder Überblick darüber haben. Oder wenn wir Kaffee machen, also wir haben so Kaffeestationen, dass die immer in Ordnung sind. Genau, das ist so mein Job. Ja. Gut, genau. Bist du wieder dran. Genau, also ihr seht eine Tasse Kaffee und Punsch. Logisch, also wir arbeiten sehr viel da, es ist sehr intensiv. Aber was auch immer sehr wichtig ist, sind unsere morgendlichen Zähnepausen, wo wir meistens, also praktisch immer Eva, Andrea, also unsere Chefin und ich zusammen irgendwie einen Kaffee trinken oder was der Winter, also Winter 21 angefangen hat, Punsch trinken. Genau. Ja, und manchmal kommen noch andere Leute dazu. Im Sommer sind auch viele noch die Fellows draussen vor den kleinen Sternwarten. Und es ist ein sehr gemütliches Zusammensitzen, Austauschen, Reden. Sehr interessant. Ja. Also so der soziale Kontakt wird auch schon sehr gefördert. Genau, Kollegium. Ja, dann bin ich glaube ich wieder da. Gut. Ein Slide ist eigentlich wieder, also für dich, aber eigentlich für uns beide. Ich denke, wir könnten so sagen, was so unsere Challenge oder Challenges im Praktikum gewesen sind. Ja, voll. Und du darfst arbeiten. Also ich glaube so, was ich gelernt habe, ist so eigenständig zu arbeiten, auch Sachen zu machen, die ich nicht gerne mache. Zum Beispiel telefonieren ist nicht so mein Ding, aber das gehört halt dazu. Und dann habe ich es auch gelernt, das zu machen und wie ich es machen muss. Also nicht, dass ich nicht wüsste, wie man telefoniert, aber halt so auch Sachen machen, die ich nicht gerne mache, die halt einfach dazugehören. Und ich glaube, so die Challenge ist gesehen, oder ist immer noch halt zu verstehen, dass sehr viel dahinter steht, wenn man eine Aufgabe löst oder macht. Und dass man auch von A bis Z muss denken. Das heisst, wenn man eine neue Aufgabe macht, dass es meistens dann eine weitere Aufgabe auslöst. Und dass man daran denkt und dann auch weiterdenkt, als nur, ich habe das jetzt gemacht, ich kann es jetzt auf die Seite legen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Störung meldet am Haus, dass man nicht sagt, okay, ich habe es jetzt gemeldet, das wird behoben, sondern dass man dann auch kontrolliert, dass es behoben worden ist. Und wenn es nicht behoben worden ist, geht man nachfragen, wieso ist es nicht gegangen. Und dann auch schaut, wie man das nächste Mal zum Beispiel die Störung kann verhindern, so Sachen, also dass man weiterdenkt als nur, was man jetzt gerade machen muss. Und dann an all das zu denken, ist, glaube ich, so eine Challenge. Ja, voll. Also bei mir eigentlich auch das. Es ist halt so, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Programm überkommt von einem Event und nicht ausdrücklich schaut, dass es definitiv ist, dann ist es auch nicht definitiv. Heisst, wir müssen einmal wieder nachfragen, wie der Stand ist beim Programm, aber dann gleichzeitig ist die Information nicht nur wichtig für uns, sondern auch für unsere Schnittstellen, wie zum Beispiel unsere Köchin oder Multimedia Production. Also, dass wir immer dann auch an die denken und die Information an die weiterleiten. Und so, dass ich mir im Kopf hat, dass wenn man ein Mail bekommt, denkt, ah, warte, das betrifft die Person noch, an die könnt ihr es noch weiterleiten und das genau, ist vielleicht auch noch wichtig. Und so, ein Event organisieren klingt vielleicht nicht so aufwendig. Aber es hat sehr viel mehr Details dabei und Sachen, die man beachten muss. Und ich glaube, das, was ich gelernt habe, oder was für mich so eine Challenge war, ist, so auf die Details zu fokussieren und das nicht zu vergessen, also wie das alles im Kopf zu behalten.
Und somit auch, wie Eva gesagt hat, viel Kontakt mit anderen Menschen und so das. Und ich glaube, also man redet auch sehr viel Englisch, muss halt auch, also das ist eigentlich cool, dann muss man auch oft spontan auf Englisch reden, wenn irgendjemand ein Problem hat, der nur Englisch kann reden, dann muss man spontan können auf die Frage antworten und auch oft können Sachen einfach erklären. Also das lernt man auch irgendwie, so Sachen können gut erklären, die vielleicht komplizierter sind, aber dass man es so zusammenfasst. Und genau, und dann ja, sind wir eigentlich am Ende. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Genau. Und viel Spaß da. Ja. Tschüss. Tschüss.